Jahrtausendwende benötigte die DB geeigneten Ersatz für die zur Ausmusterung vorgesehenen Lokomotiven der Baureihe 150. Die Produktion begann schließlich im September 1995. Die erste Lokomotive der Serie 152001 wurde am 10. September ausgeliefert. Im Dezember 1996 wurde es bei einem feierlichen Stapellauf in München-Allach an die DB übergeben und durchlief anschließend ein umfangreiches Testprogramm. Nach Angaben von Siemens wurden zu Beginn des zweiten Halbjahres 1997 drei weitere Lokomotiven ausgeliefert und weiteren Tests unterzogen. Die Bundesbahn genehmigte das Projekt am 31. Juli 1997.